Jo, da sind wir wieder bei Pokémon Perl. Hallo Christian. Hallo Jan. Na? Hi. Guck mal in mein Team, ich habe was gemacht. Ich auch. Ja. Ich habe einen Armstrong in meinem Team. Und ich habe Bulbrook, das Schelke-Reihen dabei. Hier, Rasierblatt, Megasaugerbiss und Fluch wird mir eine große Hilfe sein in der kommenden Wasser-Arena. Doch zuvor, ja, lass uns angeln gehen. Ja, ich habe Armstrong, Kraftwelle, Konterauflegung, Gegenschlag. Entwickelt sich beim nächsten Kampf eigentlich, weil es nur noch 14 EP braucht. Aber ja, Christian, wir gehen zuerst hier in Weideburg angeln. Genau, neue Route und jetzt haben wir auch eine professionelle Angel. Wir sind ja Professionelle. Ja. Wir wissen, wie es geht. Deswegen werfe ich mein Angelchen rein und... Es beißt nichts an. Du hast ein Pokémon geangelt. Das muss gerade mal kurz überlegen, wie das funktioniert. Es ist ein... okay, ja. Ein Teddiosa. Nice. Das sieht erstaunlich braun aus hier. Ist das nicht eher orange? Ja. Gott, das ist niedlich. Ich muss gerade nochmal sagen, das sieht voll niedlich aus, einfach, der Sprite. Das ist irgendwo halbwegs sogar legit, was ich hier gerade gefangen habe. Ich wollte natürlich das schwächen soll. Was denn? Ein Jurob. Jurob. Setze ich Zerschneider dagegen ein? Ich bin 12 Level höher. Ich weiß, wie ich schwächen kann. Ich habe ja immer noch kein Pudgy. Weil ich gerade nicht sicher bin. Ich werde ja wohl einen Blutsauger machen können, ohne dass es gleich stirbt. Ich bin 10 Level höher. Alter! That was close. Volltreffer Zerschneider. Es hat das Ding gefühlt noch ein KP oder so. Warte, was ist schwächer? Giftstachel ist noch schwächer. Also Giftstachel, go. Ich habe mal wieder ein weibliches Pokémon. Apropos noch ein paar Pokémon. wir haben die vom Moor noch nicht benannt, weil wir noch nicht nach Ewigenau fliegen können. Genau, und wir hatten jetzt keine Lust nochmal zurückzulaufen. Das machen wir, wenn wir wieder da sind, dann. Ja, ganz genau. Okay, das zieht fast gar nichts ab. Dann kann ich auch Blutsauger machen. Jetzt kommt Crit und das war's dann. RIP. So, wie nenne ich denn ein weibliches Jurob? Ich müsste es eigentlich Ikre nennen, aber ich glaube nicht, dass Ikre ein Anime-Lieblingscharakter oder Videospiel-Lieblingscharakter von dir ist. Wie gesagt, wie nenne ich ein weibliches Jurob? Ein weibliches Jurob? Nenn es doch einfach... Oh, die Liste ist ziemlich leer, sehe ich gerade. Mhm. Ist du männlich oder weibliches Teddiosa? Ein weibliches. So langsam gehen uns echt die Namen aus, ne? Ja. Pascal. Pascal? Tales of Vesperia? Graces, meine ich. Teddiosa wurde gefangen, jedenfalls. Wenn, dann nennt es Ennis. Ich muss mir aber buchstabieren gleich. Moment. Es lässt Honig in seinen Pranken eindringen, sodass es immer welchen dabei hat. In seine Pranken eindringen. Was ist das bitte für eine Formulierung? Okay, wie buchstabiert man das? Wie schreibt man das? Anise quasi. Also A-N-I-S-E. A-N-I-S. Weil die hat so eine riesige Puppe, die hat, glaube ich, noch am ehesten Ähnlichkeit mit einem Bär. Okay. So, wie gesagt, weibliches Jurob. Weibliches Jurob. Nennt sie einfach Cosmas. Das einzige Mädel, was doch da auf der Liste steht. Gut. So, dann gucken wir doch direkt mal nach. Was kann Ennis? Genau, Ennis denn so? So, Ennis. Ich bin gerade schon wohl auf unserem verlinkten Pokémon. Ennis ist frech und liebt es zu rennen. Mag außerdem scharfes Essen, hat die Fähigkeit Rasanz, brauchbaren Angriff, holy moly. Und kann, na gut, immerhin Finte. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, nur Müll, aber nein, Finte ist dabei. Cosma ist locker, kann Treffer gut ab, hat Speckschicht, kann immerhin Eissturm. Ja, immerhin. Ja. So. Ich gehe jetzt mein Riolo entwickeln, damit unser Rahmen jetzt auch wirklich mal stimmt. Ja, stimmt, da war ja was. Weil da jetzt immer noch schon Lucario drinsteht und ein Lucario haben wir noch gar nicht im Team. Ich werde währenddessen die Route weiter abgehen. Ja, ich folge dir. Die nervige, lägende, matschige, ich bleib überall hängen Route. Oh, ich werde jetzt jedes Mal sagen, wenn ich irgendwo hängen bleibe. Soll ich da mitmachen? Ja, bitte. Das wäre irgendwie voll toll. Jetzt habe ich darauf gewartet, dass was kommt, aber es kam nichts mehr. Haben wir die ganzen Angler schon geplättet? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, wir waren bis nach den Anglern, dort, ah, ja, wo doch. Quasi das Gras beginnt. Ich erinnere mich. Ein Kind wie du sollte nicht cool sein. Okay, gegen den Kleinstein-Typen hier haben wir auch schon gekämpft. Ja, das taten wir. Oh Gott. Die Slowdown sind real. Hallo, Herr Wachtmeister. Es ist viel zu früh, dass sie kämpfen wollen.
froh, dass du schon wieder so früh das ja wieder kämpfen möchte. Armstrong, Level 27. Er möchte sich nebenbei schon seit Ewigkeiten entwickeln. Ja, du hast es ihm ja verboten. Ja. Hey, Armstrong entwickelt sich. Jetzt mal wirklich. So, und da habe ich gegen einen Barschwal in den Kampf geschickt. Und jetzt guck mich... Ich fährt auf... Lucario. Ich finde, Barschwals Gesichtsausdruck könnte ein Meme sein, so wie es guckt. Was? Es sieht ein bisschen... Es erinnert mich... Keine Ahnung warum, aber es erinnert mich irgendwie an das Dolan-Meme. Kennst du, falls du das kennst? Dolan-Meme? Dolan-Meme. Also das Meme von Dolan. Sagt mir jetzt gerade nichts. Donald quasi. Ach so, das heißt, den Dolan. Genau. Ich finde es beruhigend, auf diesem feuchten Boden zu stehen. Okay. Der mag es, auf feuchten Boden zu stehen, Jan. Wie, sag du mal deine Meinung zu feuchten Boden. Also ich finde, in feuchten Boden sollte man, wenn, dann stehen und nicht sitzen. Darf ich dich schon mal direkt vorwarnen? Ja. Kadabra. Der mit seinem Dolan. Oder wer hat Kadabra? Was, wer hat Dolan? Nein, Barschwarz war, mein... Oh nein, Psykraft. Wupp, wupp. Knick. Der Forscher da unten. Despawn, der hat nur Kadabra, ja. Aber hat er sogar schon besiegt? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn auf jeden Fall gebissen. Nein, habe ich nicht. Nom, 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 nom. Kadabra, Jans Lieblings-Pokémon. Das ist mir ja Mulbrook direkt mal eingeweiht hier heute im Part. Sehr schön. Jan, was hältst du von den Startern aus Sun and Moon? Wir wurden doch darum gebeten, dass wir mal ein bisschen darüber quatschen. Ja. In einem Part. Also ich kann sagen... Kätzchen! Kätzchen! Kätzchen fand ich sogar am schönsten von den dreien. Ja, die gefällt mir auch sehr. Und als zweites dann Bautz. Bautz, kurz, ich liebe den Namen, ne? Diese Eule. Die war auch super, ja. Nur, ach, wie ist der? Robball, glaube ich? Robball im Deutschen, ja. Robball. Wobei, ist das nicht eigentlich eher ein Seehund als eine Robbe? Das ist doch ein Unterschied, oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Biologe! Ja, aber Robball... Joa, mal gucken, wie es sich entwickelt. Aber bisher ist es bisher noch das Schwächste von den dreien. Ja, für mich auch. Bautz ist am coolsten. Flammiau finde ich auch sehr, sehr episch. Rubal mag ich bisher leider nicht so gerne, muss ich sagen, vom Aussehen. Aber hey, wir kennen nur das Aussehen und im Endeffekt kommt es sowieso drauf an, wie sie sich entwickeln im Endeffekt. Und das muss gar nichts heißen. Chillast finde ich auch nicht so cool, aber Chelterra, holy moly. Oh ja, das stimmt. Das ist übrigens ein Doppelkampf mit Ass-Trainern. Komm, sind wir tapfer und stürzt uns rein? Nö. Ich habe den anderen schon von hinten angesprochen. Okay, dann Mulbrook, Nami. Was haben wir bei Ranger? Keine Ass-Trainer. Ach so. Aber da kommt schon mit einem Wasser-Pokémon im Regen an. Das will mir schon mal nicht gefallen. Wasser-Pokémon Regen. Solange er keine Eisattacke hat, ist alles in Ordnung. Ich glaube, Bliprin kann keine Eisattacken. Nein. Oh, und Bliprin, so, Lucario. Das heißt, bitte? Ein Wasser-Battle gibt's bei mir. Lucario, dein erster Kampf. Ranger sehen irgendwie, egal in welcher Edition, die Sprites sind immer cool von Ranger. Jedenfalls die, die mir gerade spontan einfallen. Griffel. Das Pliepeln hat mich gerade nass gemacht. Im Regen. Ich wollte gerade sagen, Moment mal, im Regen? Das ist ja genauso wie, los, besiege ihn mit Trugschlag. Los, Bodo-Rülps-Attacke. Genau. Übrigens, so, genau weiter. Welches Legi findest du cooler? Eindeutig Sonne. Okay. Das vom Mond sieht so unglaublich. Was ist dies? Sieht doch voll geil aus, voll epic. Das Schönste, was ich gesehen habe, war, es ist ein Uhafnir mit einem Lunasteinkopf. Das stimmt, das habe ich auch gesehen, das Bild. Aber ich finde es, Staffette, okay, von mir aus. Ich finde, das sieht extrem geil aus. Vor allem, entweder das ist eine Fledermaus oder ein Wyvern. Irgendwie, es könnte beides sein. Das ist ja, glaube ich, noch nicht so wirklich confirmed. Aber, hast du schon das Real Saber Face? Leomon in Glitzer Glitzer. Guck mal, der hat extra noch ein Wasser-Pokémon reingeschickt, damit Rasierblatt extra viel Schaden macht an beiden. Danke, das ist nett von euch. Ja. So, was wollte ich sagen? Genau. Hast du schon das wahre Gesicht gesehen von dem Sonnending? Ich glaube schon, das war irgendwas da. Ich habe es nur so klein gesehen, deswegen noch nicht ganz groß, aber. War das irgendwas im Bart oder so? Nein, ich zeig's dir später mal. Ja. Sieht lustig aus auf jeden Fall. Aber ja, das ist ja gut, dann heißt, wir kommen nicht in Clinch, Jan. Weil ich werde auf jeden Fall Privatmond zuerst spielen. Und ich Sonne. Das heißt, mit anderen Worten, Leute, confirmed, ne, ihr wisst Bescheid, am 23. war es? War es der 23.? Ja. Auch wenn es komischerweise ein Mittwoch ist, aber hey. Also am 23. dieses Jahres, Leute, startet bald Pokémon Sonne LP. Oh, denn, wie gesagt, Boot wird privat gespielt. Und nein, es wird nicht blind sein, kann ich schon mal direkt sagen. Und auch kein Live-LP. Und auch kein Live-LP, nein. Ein ganz klassisches, normales LP. Wie halt Y damals, ne? Wie Y damals. Das war ja auch. Aber cool. Y war bei dir blind?
Nee, Y war auch nicht blind, nein. Ja, okay. Alpha Saphir war mir blind. Das habe ich aber irgendwie total verdrängt. Vorhin im Stream sind wir auf das Thema gekommen. Mhm. Und da habe ich gesagt, nee, Alpha Saphir, das war doch nicht blind. Da gucke ich so rein, oh, das war tatsächlich blind. Aber ich habe das halt privat... Also, blind. Ja, blind in Anführungsstrichen, ja. Stimmt schon. Wahrscheinlich habe ich deswegen nicht so empfunden. Buff. Wieso hat er zwei Plip drin? Ja, es hatte zwei Griffel dann wahrscheinlich. Manche wären froh, wenn sie eins hätten. Übrigens, wo ich das jetzt hier gerade wieder sehe, muss ich sagen, bin ich wieder fasziniert davon, wie unglaublich dumm die zweiten Entwicklungen aussehen der Sinnoh-Starter. Ja. Empoleon, stimmt. Empoleon ist eins meiner absoluten Lieblingsstarter. Ich weiß, es könnte sogar sein, dass es meiner Top 3 wäre. Doch nicht so nach, eigentlich schon, eigentlich ist es mein zweiter Lieblingsstarter direkt nach Sumpex. Aber Plipprin, holy moly, guck dir das mal an, was ist das? Das ist hässlich. Das ist echt hässlich. Schelkerein finde ich auch nicht so hübsch, Panpyro müssen wir auch nicht drüber reden. Aber die letzten drei alle. Die haben wieder einiges rausgeholt. Ich bin super gespannt, wirklich, was sie aus den Sonnenmond-Starter da machen. Ich hoffe ja irgendwie, dass Bautz ein bisschen in die Richtung geht von Empoleon. Also, weil Empoleon trägt ja auch einen Frack, ne? Mhm. Und ich meine, Bautz trägt ja jetzt schon eine Fliege. Ja. Dass er irgendwas so richtig Edles, Cooles wird, was sich quasi auf einem Tanzfestival, hätte ich jetzt schon fast gesagt, auf einem Ball blicken lassen könnte, wie Empoleon eben. Und Flamiau wird dann zu Feuerkampf, ne? Nein. Übrigens, eine Sache, die mir vorhin gesagt wurde, das ist mir nie aufgefallen. Wusstest du, dass irgendwie jeder Feuerstarter auf dem chinesischen Sternzeichen basiert? Aber den Glumanda ist der Drache, Vorigel ist... Gilt wohl als die Maus, scheinbar. Als auch Maus? Wenn es eigentlich eher ein Igel ist oder ein Dachs. Flamli ist der Hahn. Genau. Panflam ist der Affe. Dann Schwein, das Wildschwein ist dann Floink. Ja, das Schwein halt, ne? Genau. Ja. Phoenixis, der bei Fuchs. Fuchs. Ist der Hund halt, ne? Füchse sind ja Hunde. Ja, gut. Und dann die Katze. Wobei die Katze ist gar nicht. Der Tiger. Der Tiger halt. Ja. Und die Oma hat mich gerade einfach überfallen. Was soll das? Ich wollte den Doppelkampf austragen. Oma? Oben, ja. Achso, ganz oben. Ich habe ja den Doppelkampf zu zweit gemacht. Ach da. Ja, die Oma hat mich auch gerade überfallen. Ich wollte eigentlich da, ich bin nur lang gerannt und auf einmal so, Hilfe. Aber naja, wie gesagt, mit viel Fantasie, wie gesagt, den Fuchs und die Maus muss man mit einem Augenzwinker nehmen, aber es ist schon relativ, man kann es akzeptieren, sag ich mal, oder? Es geht so ein bisschen in die Richtung auf jeden Fall, das ja. Leute, wir wissen auf jeden Fall bis zur 12. Generation, was für Feuerstarter es geben wird. Ich habe so langsam ein Problem mit dem Level Cap. Ich freue mich übrigens schon auf das brennende Schaf. Ein Problem, ich glaube, ich werde, soweit es geht, in den Arenen vielleicht nicht alle Trainer machen. Auf welchem Level bist du denn? 28 mit allen. Ja, die leveln nicht so schnell. Wenn du die nur in der Arena einsetzt, jetzt nicht benutzt quasi. Meinst du? Ich weiß nicht. Also ich habe gut reden, ich bin 27. Ja. Das ist eine Level, was wir da vor, keine Ahnung, wie vielen Parts mal hatten, ne? Ja, diese eine, wir haben noch gesagt, du trainierst mit dir. Ich so, ich trainiere nur bis zu dem Level. Und auf einmal, jetzt rächt sich alles, Jan. Bereust du deine Taten? Ein bisschen. Okay. Aber irgendwie ist schon hart, was wie die abschmieren hier vom Level, oder? 19? Jetzt, wo du sagst, ist mir gar nicht aufgefallen. Level 19. Zu Sun and Moon übrigens doch mal. Die Region, holy moly, das sieht doch ja, mal... Ja gut, das ist bisher nur eine Stadt, die du bisher gesehen hast. Ja, aber die ganze, wie das aussieht, das sieht so episch aus. Ja, das ganze, wie man da rumläuft, ne? Ja, richtig, wie man da so rumläuft. Sieht schon richtig RPG-mäßig aus. Es ist quasi nicht mehr so alt. Es ist quasi wie der Fortschritt von Fire Emblem, dass es Füße gibt. Es gibt jetzt richtige Charaktermodelle. Also nicht mehr so diese Chibis. Wie gesagt, du kannst da die Kamera drehen wie bei RPGs von vor 10 Jahren. Ja, stimmt. Also Pokémon kommt langsam hinterher in der Hinsicht. Also ich gehe mal gerade hier. Hier oben sind nur Wachmeister. Gehen wir in die Villa. Okay, ich muss das Plaudergei eben noch umprügeln. Das Plaudergei, Jan. Aber was, wenn es einen Kaffee von dir möchte? Gibst du ihm den Kaffee? Ich glaube nicht, dass Dr. House ihm seinen Kaffee gibt. Ja gut, das stimmt. Dr. House würde ihm den Kaffee wegnehmen oder in seinen reinspucken. Oh, das ist ein Doppelkampf. Ich wollte gerade eigentlich dazwischen stellen, zu gucken, ob es ein Doppelkampf ist. Ich stelle mich dazwischen und sehe, oh, es ist ein Doppelkampf und bin irgendwie überrascht. Fail. Schreibt uns gerne in die Kommentare eure Meinung zu den Themen, die wir bereits eben angesprochen haben. Legis, Starter, Region und Kuchen. Ich mag am liebsten
schwer zu sagen. Ich weiß gar nicht, welchen Kuchen ich am liebsten mag. Doch meine Lieblings... Na, wobei, es ist Torte, was ich jetzt nennen würde. Buttercremetorte. Kuchen. Ich glaube, echt einfach Schokokuchen. Streuselkuchen ist sehr geil. Ja. Und Marmorkuchen. Du machst einen sehr epischen Streuselkuchen. So ein ganz frischer Streuselkuchen. Wie gesagt, aber Marmorkuchen? Oder Erdbeerkuchen? Ich war gerade so drin, dass ich... Wobei, warten, das Luxus Level 19. Das war das, was will mir das können, oder? Was hat der Luxio und? Luxio und Haspirohr. Vorsichtshalber. Das ist wahrscheinlich absolut unnötig, dass er rauswechselt. Ich denke, Luxio kann Nami nichts. Auch mit Funkensprung wird es wahrscheinlich nie so viel Schaden machen. Aber da ich übervorsichtig gerade mal sein möchte, switche ich lieber zu Edward. Edward. Edward, wir dürfen hier gleich ein neues Pokémon fangen, Jan. Freust du dich schon wie ein Keks? Ja. Oder freust du dich wie 10 Keks? Und ja, wie 10 Keks. Das heißt nicht wie 10 Kekse, sondern wie 10 Keks. Jetzt bringst du mich in die Bredouille. Frustration. Wenn das jetzt viel Schaden macht, mein Freund, habe ich ein ernstes Wörtchen mit dir zu reden. Ja, okay, aber ich bin noch ein paar Level höher als du. Das hätte eigentlich weniger Schaden machen sollen. Dr. House und Armstrong. Ja, das ist eine interessante Kombi. Bleib ich jetzt mit Dr. House jetzt drin? Das Luxio. Dieses Struggle habe ich auch an meinem Namen. Ich bin rausgegangen, vorsichtshalber, aber das Luxio ist eh direkt genippelt. Also, naja. Na gut. Dann darf Wario rein. Wario! Mario! Luca, Lucario! Stimmt, jetzt wo ich drüber. Ich habe Wario und Lucario. Richtig, du hast Wario und Lucario. Jetzt fehlt nur noch Mario. Aber den wirst du niemals bekommen, weil Mario definitiv nicht einer meiner Lieblingscharaktere ist. Irgendwann müssen wir mit Hasscharakteren anfangen. Oh, das wäre schön. Na gut, Mario ist kein Hasscharakter von mir, aber... So, was ist das hier überhaupt für eine Villa? Was wollen die von mir? Gibt's da überhaupt was Interessantes? Müssen wir uns ja echt umgucken. Es gibt einfach 1000 Räume. Guck dich aber überall um, bis ich dann auch ankomme. Dann kannst du mir sagen, geh dir nach links, ich geh gleich nach rechts oder so. Ich geh nach links. Bam, bam, gut, dann geh ich gleich nach rechts. Kann ich in dem Bett schlafen? Der Fernseher läuft. Guten Morgen, hier sind geil... Oh nein, nein, nein! Was? Ich bin in einer ganz langen Dialog geschmissen worden. Okay, alles gut. Der Abfalleimer ist leer. Leer. Immer diese leeren Abfalleimer. Wusstest du schon, dass du Trophäengarten-Pokémon fangen kannst? Deswegen sind wir hier, du. Ohne Sanftglocke gibt's links im zweiten Raum. Also die ist gut. Von ganz also, links im zweiten Raum. Ja gut, jetzt habe ich ja schon meinen Riolo, aber so ganz links der zweite. Ja. Also der mittlere. Achso, ja, stimmt, es sind nur 3 Räume. Moment, nee, da hinten ist noch einer. Was? Nee, es sind 3. Da liegt ein Item auf dem Boden. Nee, es ist ein Superball. Achso, ich hätte mit der Dame reden sollen. Genau. So, ich gehe mal in den Garten, weil du darfst gleich die rechte Seite erforschen. Trophäengarten. So sehen wir uns wieder. Auch wenn wir uns eigentlich nie wirklich getroffen haben vorher, aber... Kenpachi sollte gut zum Schwächen sein. Ja, die Sanftglocke. Die Senfglocke, habe ich gerade verstanden. Ja, die Senfglocke. Endlich die Senfglocke, Leute. So, ich habe hier Vorsichtshalb. Das rechts ist sogar nur ein einziger Raum. Okay. Und da ist ein sehr teuer aussehender Bildband über Pokémon. Also nichts. Schade, ich darf nicht reingucken. Ah, TM-Angeberei haben wir dort. Mein Routen-Pokémon ist nicht Schalellos, denn ich habe schon eins. Aber es ist immerhin das andere Schalellos, jetzt das coolere. So, da redet nur über seinen Trophäengarten. Und das ist der Butler. Species Claws. Zweiter Encounter okay. Ist... Ja? Rate mal. Schalellos? Nein. Webarak? Komm, Jan, überleg mal. Es ist mal... Ediza? Lorblatt. Joa? Ein weiterer Starter. Wahrscheinlich der schlechteste von allen, aber ein weiterer Starter. Also ich habe einen Janma. So, Nachtnebel. Ich sehe schon die ganzen Lorblatt-Fans. Es tut mir leid, Leute. Ich bin kein Lorblatt-Fan. Indivi ist super niedlich. Super, super niedlich. Amegani ist weder spricht mich weder vom Designer, noch ist es irgendwie im Kampf wirklich krass. Ja. So leider Double Fail. Ich werde trotzdem mal ein Team darum bauen, einfach weil ich um jedes Pokémon mal ein Team bauen werde. Ich bin schon gut dabei. So. Ich versuche gerade einen Janma zu fangen. Okay. Damit raus kann man immer einen Janmega machen. Vielleicht ist dieses Lorblatt die Gelegenheit für mich, endlich mal Lorblatt zu benutzen. Also dieses Soul Link hier. Und dann merkst du plötzlich, boah, Lorblatt ist ja eigentlich voll das geile Vieh. Ich finde die
Stehanimation witzig. Es steht halt wirklich einfach. Das ist ein seltsames Lorblatt. Wenn man ihn jetzt auch so Fäuste dran montieren, hätte ich fast gesagt, dran editieren würde, könnte es echt so ein gebeugter Typ sein, der so läuft, so, hallo, ich bin Lorblatt. Also auf der rechten Seite gab es nichts mehr, meinst du? Angeberei nur noch. Okay. Angeberei. Das Lorblatt. Männliches Lorblatt. Männlich. Logischerweise. Ein männliches. Du hast noch kein Pokémon, was Gon heißt, oder? Gon? Also wer ist das? Aber nein, habe ich noch nicht. Aus Hunter x Hunter, der Hauptcharakter. Der trägt halt ganz viel Grün, deswegen. Okay, von mir aus dann halt so. Dieses Lorblatt hat jetzt übrigens schon, glaube ich, 3 oder 4 Mal Giftbruder gemacht und immer verfehlt. Nicht schlecht. Aber rate mal, was passiert. Richtig, es wackelt. Ich will keine Starter mehr haben. Die sind einfach zu... Fangversuche, Dudes. Und Dudettes. Moment, du hast jetzt Doppelteam, Gesichte, Ultraschall und Ruckzuckkeep. Okay, dann kann ich weiter Bälle werfen. Oh Gott, es geht. Kannst du bitte mal nicht diese One-Turn-Sleeps hier kriegen die ganze Zeit? Oh, ich schlafe eine Runde. Genug gepennt, aufwachen. So, Janmar gefangen. Nenn mir einen Namen. Männlich, weiblich? Männlich. Männlich, Janmar. Nenn es... Der Spalter. Nein, ich weiß nicht, warte. Gott. Superball, los. Ich weiche da der Frage einfach aus. Nenn es doch einfach, weil, pass auf, es ist eine Libelle, ne? Mhm. Hey, warte mal, Mega Jan Mega könnte auch ein Drachen-Pokémon werden. Aber egal. Nenn es einfach Lysander, der Arena-Leiter aus der 5. Generation, weil Libelle Dragonfly heißt auf Englisch. Und er ist der Drachenleiter, ja. Na gut. Und er ist einfach nur cool, weil er einen coolen Bart hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie er charakterlich drauf war. Wahrscheinlich total langweilig, aber er hat einen coolen Bart. Also ich war gerade nebenbei dabei, der Spalter zu nennen, aber es würde nur der Spalte heißen. So, Lysander. Das heißt, wir nennen jetzt ein Pokémon nach einem Pokémon-Charakter. Richtig. Ich dachte mir einfach mal, komm, ihr richtig, richtig krass drauf sein. Bitte, bitte, bitte lass diesen Part nicht wieder so überlang werden. Bleib einfach an deinem scheiß Ball, Lorblatt. Ich guck währenddessen, was es noch so hier zu fangen gäbe. Oh mein Gott, Lorblatt. Hast du keine Super- oder Hyperbälle? Nee, ich habe kaum noch Bälle generell. Wahrscheinlich schaffe ich es nicht mal. Ein Zipurze. Wäre das andere noch gewesen. Ich glaube, da ist... Ja, immer sogar noch was Besseres gewesen. Ich musste im Moment wieder nachdenken, was ich überhaupt gerade gefangen habe. Ja. Haben die Starter nicht eine Fangrate von 45? Ja. Das ist doch eigentlich relativ gut. Ja, es ist halbwegs. Es ist weder gut noch schlecht eigentlich. Lorblatt, bitte. Ich werde dich auch benutzen. Statt Shellcarain oder wie? Okay, du bist nicht drin geblieben, dann werde ich dich benutzen. Schön, dann versauerst du auf der Box mit... Wampel. Ja, und ich werde Wampel erlauben, dass es die ganze Zeit deinen Nektar... Warte mal, hat Lorblatt überhaupt Nektar? Seinen männlichen Nektar. Ich meinte das jetzt schon pflanzlich gesehen, Jan. Ja. Okay, es ist drin geblieben. Das heißt, es möchte zu Wampel. Alles klar. Ich verstehe die Message, Lorblatt. Ein Hippopotas. G-O-N einfach geschrieben? Ja. So. Die Knospen an Gons Hals geben ein würziges Aroma ab, das andere aufweitert. Das siehste, passt doch. Sehr gut. Kann Wampel an den Knospen lutschen. So. Ich gehe dann mal. Ich auch. G-O-N. Sollen wir es vor die Widder stellen? Okay. Gon wurde auf Bilds PC übertragen. Nee, auf irgendeinem anderen PC. Auf einem PC übertragen jedenfalls. Auf PC. So, wo geht's Angeberei? Ganz rechts? Ganz rechts, ja. Also, den einzigen Raum, der da ist. Ganz genau. So. Angeberei! Habe ich eigentlich irgendeinen Starter bisher mal gefangen? Also, ich habe schon etliche Starter gesehen und... Ja, gefangen. Ein paar habe ich auch gesehen, aber gefangen habe ich bisher... Gar keinen. Okay, so Leute, das war's für heute, oder? Ja. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.